Ich möchte in diesem Video mal zeigen, wie der Spritverbrauch von einem Mercedes-Benz C320 CDI 265 PS, 6 Zylinder, 620 Newtonmeter im Stadtverkehr ist. Ich fahre auch besonders zart, aber normal, also auch kein Verkehrshindernis, ich schwimme mit. Haben jetzt gerade eben an der roten Ampel auf 0 gesetzt und hier der Beweis, wir fahren in der Stadt. Und jetzt beobachten wir mal eine Weile, wie sich der Spritverbrauch darstellt. Ich muss dazu sagen, ich nutze den Schubbetrieb, wenn es ein bisschen bergab geht und ich sehe, dass eine Ampel rot ist. Das mache ich. Und nochmal als Beweis, wir sind immer noch in der Stadt und schwimmen mit. Wieder eine rote Ampel. Auf ein kurzes Teilstück, wo man mal 70 fährt. Ist auch nicht untypisch für eine Stadt. Und danach kommen wir wieder in Stadtbereich. Demnächst links abbiegen. So, erstmal die Klappe.
So, jetzt sind wir knapp 4 Kilometer durch die Stadt gefahren. Ich schätze recht repräsentativ. Es ging mal ein bisschen berghoch, mal bergrunter. In Summe war es eben. 5, 6 Ampeln hatten wir, an denen wir stehen geblieben sind. Haben auch mal auf 70, 80 beschleunigt. Ansonsten sind wir auch oft unter 50 unterwegs gewesen. Und für den Motor haben wir mit 7,3 Liter Verbrauch in der Stadt einen, wie ich finde, ziemlich guten Verbrauch.